In 7 Jahren ereigneten sich 184 tödliche Unfälle mit Gabelstaplern. Die meisten der Getöteten waren Fahrer. Was ist hier geschehen? Finanziert von ihrer Berufsgenossenschaft hat die Universität Duisburg die Ursachen und Folgen dieser tödlichen Unfälle untersucht. Die Grafik zeigt, beim größten Teil der Unfälle sind die Gabelstapler umgekippt. Gabelstapler sind bei hohen Geschwindigkeiten schwer zu beherrschende Fahrzeuge. Ohne stützende Räder würde dieser Stapler umkippen. Ein Grund für das vom Auto völlig verschiedene Fahrverhalten ist die lenkende Hinterachse. Sie drückt das Heck in der Kurve nach außen. In manchen Kurven können die Kräfte so groß werden, dass ein nicht gesicherter Fahrer von seinem Platz geschleudert wird. Es gibt aber noch andere Ursachen, die einen Stapler zum Kippen bringen können. Je nach Beladung verändert sich die Lage des Gesamtschwerpunktes, hier grün gekennzeichnet. Damit verändert sich das Fahrverhalten und die Standsicherheit. Das Rangieren mit angehobener Last ist daher besonders gefährlich. Hierbei führt Zeitdruck immer wieder zu Unfällen. Eine weitere große Zahl von Unfällen ist fahrbahnbedingt. Unebenheiten im Boden oder herumliegende Gegenstände führen häufig zum Umkippen der Stapler. "184 tödliche Unfälle in 7 Jahren. Eine erschreckend hohe Anzahl. Es ist kein Wunder, dass jetzt die Herstellerfirmen von Gabelstaplern, die Fachwissenschaftler und die Mitarbeiter der Berufsgenossenschaften an einem Strang ziehen, um zu erkunden, wie die Sicherheit der Staplerfahrer gewährleistet werden kann. An der Universität Duisburg wurde vor diesem Hintergrund dieser Prüfstand entwickelt." Der Originalaufbau eines Staplers kann auf dem Karussell so stark beschleunigt werden, dass er umkippt. In diesen Aufnahmen sieht man deutlich, was mit den Fahrern passierte. Das Dach der Kabine, die Fahrer am Kopf, am Hals oder an der Brust getroffen. Bei einem Staplergewicht von 5 Tonnen kommt jede Hilfe zu spät. Dieser Effekt wird im Englischen auch Mousetrap-Effekt genannt, denn die Fahrer sterben wie die Mäuse in der Mausefalle. Viele Fahrer haben noch versucht, aus dem kippenden Stapler herauszuspringen. Ein tödlicher Fehler. Die Fahrer müssen unbedingt in der Kabine bleiben, nur die kann genug Schutz bieten. Während der letzten Jahre wurde sehr viel Energie in die Entwicklung von Fahrerschutzsystemen investiert. In Europa wird der Einsatz eines wirksamen Fahrerschutzsystems durch eine Richtlinie vorgeschrieben. Rückhaltesysteme bieten optimalen Schutz. Aber nur, wenn sie auch benutzt werden. Daher achten neue Rückhaltesysteme auch auf den Komfort des Fahrers. Sie sollen sich ohne hinzusehen bedienen lassen und auch in schwierigen Situationen nicht bei der Arbeit stören. Dennoch wird wirksam dafür gesorgt, dass der Fahrer bei einem Kippunfall in der schützenden Kabine bleibt. Sicherheit und Produktivität spielen beim Einsatz von Gabelstaplern eine gleich wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund schauen wir uns einmal an, wie sich die verschiedenen Systeme in der Praxis bewähren.
Dazu lassen wir bei einer typischen Kommissionieraufgabe zwei Systeme gegeneinander antreten. Den Beckengurt und ein modernes Türbügelsystem. Ein modernes Rückhaltesystem garantiert nicht nur die Sicherheit für den Fahrer, sondern auch hohe Produktivität. Eine Nachrüstung ist für fast alle Typen möglich. Es geht schließlich um Ihre Knochen. Gonna get us.